Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur ein kleines Update auf mein Project Life Album geben, und zwar Woche 10. Ich habe dieses Mal kein Process Video für euch, weil ich auf Instagram ein Live-Basteln mehr oder weniger veranstaltet habe, beziehungsweise den Anfang davon. Und mal Englisch, mal Deutsch gesprochen habe, also wäre es kein gutes Process-Video geworden jetzt für zum Filmen. Aber so sieht das fertige Layout aus. Ich würde einfach so ein bisschen was dazu sagen und was ich verwendet habe. Und hoffe, dass ich euch für nächste Woche nochmal ein Process-Video dann zur Verfügung stellen kann. Aber an sich habe ich nicht wirklich viel gemacht. Sehr simpel, aber trotzdem gefällt mir das Layout auch wieder sehr gut. Vor allem die Farben, die ich verwendet habe. Wir sind ja immer noch bei dem Benutzen von dem Felicity Jane London Kit. Und habe auch noch die Karte hier in meinem Stash gehabt, die ich unbedingt verwenden wollte. Und wirklich, wie gesagt, 2 Karten oder 3 Karten und dann noch hier so ein Papier, was ich als Rest hatte. Sehr minimalistisch, ein paar Enamel Dots, bisschen Washi und ein paar Sticker. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht. Das hier war ja die Woche 9, ne? Das ist dann Woche 10. Hier oben habe ich einfach nur ein Foto von mir und meinem Hund. Das war eine Bastelsession. Der sitzt hier dann immer hinter mir. Falls irgendjemand heute bei Instagram mal reingeschaltet hat, hat dann auch ja wahrscheinlich den Morgen vielleicht gesehen, wie er dann hinter mir sitzt. Aber das mit Instagram, das war irgendwie mal ganz lustig. Ich bin am Überlegen, ob ich daraus wirklich irgendwie so ein Sonntagsbrunch basteln oder sowas machen sollte. War auch irgendwie ganz lustig, die Leute, die dann irgendwie Fragen gestellt haben und so weiter. Ich müsste nur halt überlegen, wie ich das hier sauber filme. Ich habe auch gesehen, man könnte das auf oder übers Laptop machen. Vielleicht wäre das ja eine Alternative, weil das Handy wurde relativ warm und ist dann auch ganz schnell ausgegangen. Und ja, naja, auf jeden Fall hier dann mein Journaling gemacht gehabt für die Woche. Hier unten, das Papier hat mir so super gut gefallen, das war halt so mein Ausgangspunkt, da habe ich irgendwie so mehr oder weniger angesetzt. Habe dann Fotos von unserem Babybauch-Shooting, quasi die in die Galerie gestellt wurden für mich zum Aussuchen, die habe ich jetzt einfach mal so in klein abfotografiert, damit ich es hier posten kann, einfach nur zum Dokumentieren, dass ich halt zum Shooting war. Hier dann einfach ein bisschen Washi, dazu muss ich jetzt nicht viel schreiben, das habe ich mehr oder weniger hier in der Wochenkarte gemacht. Dann waren wir nochmal bei der Frauenärztin für das CTG. Da wurde auch bei mir eine größere Wehe mit aufgezeichnet. Also ich gehe mal davon aus, dass es, ja, ich weiß nicht, nächste, also jetzt kommende Woche oder darauf die Woche endlich soweit sein muss. Also Termin ist ja der 26. Im, ja, besten Fall wäre es dann aber nächste Woche, sage ich jetzt mal, weil ich nicht mehr so richtig kann. Also ich kann nicht mehr gehen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe jetzt doch eher Beschwerden und sowas und wäre dann schon ganz froh, wenn die Kleine bald kommt. Naja, auf jeden Fall hier Something So Wonderful. Ja, da lag ich dann halt auf der Liege und da sieht man auch das CTG, ne? Herzschlag und Wehe. Dann habe ich hier den süßen Tag verwendet, den ich in meinem Swap gekriegt habe. Da habe ich auf der Rückseite gejournalt. Das habe ich einfach hier so reingesteckt. Das werde ich auch da drin lassen. Hat irgendwie so was Schönes, wenn es über die Kante drüber lutzt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann habe ich hier unten ein Foto von einem alkoholfreien Cocktail. Wir waren mal seit ewig langer Zeit mal wieder in einer Bar bzw. Restaurant gewesen, wo wir früher doch öfters mal waren. Wir haben uns einen alkoholfreien Cocktail gegönnt und da konnte man hier so ein rubbellos haben oder hat man gekriegt mit jedem Cocktail. Man hätte dann den Cocktail umsonst haben können und so weiter. Also es war irgendwie dann ganz lustig. Dann habe ich einen Fruit Punch getrunken, der war super lecker. Und dann habe ich noch ein Foto von mir und meinem Mann gemacht, wie wir da gesessen haben und ja, uns vergnügt haben. Keine Ahnung, wie ich das anders sagen soll jetzt. Ja, das ist mein Layout für die Woche 10. Wirklich ganz minimalistisch, nicht viel, ein paar Fotos. Ich hätte auch noch das Foto gehabt, aber das habe ich jetzt ja schon in meinem Travelers Notebook verwendet, deswegen habe ich es jetzt hier nicht nochmal reingepackt. Ansonsten, ja, ich bin ja so ein bisschen zweigleisig, so tägliche Ereignisse oder Events, die werde ich eher ausführlich in meinem Travelers Notebook machen. Hier werde ich immer so eine Zusammenfassung von allem machen. Und ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, weil ich nicht möchte, dass dieses Album so super, super dick wird. Zumal wir jetzt bei Woche 10 sind und wie ihr sehen könnt, ja doch schon relativ dick unterwegs sind.
Deswegen muss ich mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze kleine Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und Kommentare. Und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao!